Mit Inkrafttreten des neuen niedersächsischen Hundegesetzes am 1. Juli 2011 wurde die Pflicht zum Vorweisen eines Sachkundenachweises für Hundehalter eingeführt. Alle Hundebesitzer, die sich nach dem 1. Juli 2011 ihren ersten Hund anschaffen, sowie Hundehalter, die in den letzten 8 Jahren vor der Neuanschaffung keinen eigenen Hund hatten, müssen den Sachkundenachweis bis spätestens Sommer 2013 zwingend erwerben und beim zuständigen Ordnungsamt vorlegen. Ab Juli 2013 muss dann die theoretische Sachkundeprüfung sogar vor Anschaffung des Hundes absolviert werden. Eine anerkannte Sachkundeprüfung soll dabei der bundesweit einheitliche Dog Owner Qualification Test, kurz DOC-Test 2.0 sein, der von der tierärztlichen Arbeitsgemeinschaft Hundehaltung entwickelt wurde. Dieser Test besteht aus einer theoretischen und einer praktischen Prüfung. Zur Vorbereitung werden neben einem Buch auch Seminare empfohlen. Ein umfassendes Vorbereitungsseminar bei Tierarzt und Hundetrainer Olaf Gabriel haben wir begleitet. Die theoretische Sachkundeprüfung beim DOC-Test umfasst 30 Multiple-Choice-Fragen aus verschiedenen Sachgebieten. Die theoretische Sachkundeprüfung umfasst ein recht weites Feld von Themengebieten. Das geht schon los mit dem Welpenkauf und der Aufzucht von Welpen. Dann natürlich ein paar grundsätzliche Sachen zur Erziehung und Ausbildung. Gesundheitsfragen rund um den Hund werden da gestellt. Dann gibt es ein paar rechtliche Fragen zu rechtlichen Vorschriften, die uns als Hundehalter betreffen können. Dann natürlich ganz wesentlich die Kommunikation und das Ausdrucksverhalten von Hunden untereinander und von Hund und Mensch. Und dann der sicherlich Kernpunkt der ganzen Sachkundeprüfung, das sichere Führen und Halten von Hunden in der Öffentlichkeit ohne Gefährdung und Belästigung Dritter, wozu eben auch das Erkennen und Vermeiden von Gefahrensituationen im Alltag gehört. Auch wenn der Sachkundenachweis noch nicht Pflicht ist, nehmen bereits jetzt schon viele Hundehalter und Hundeinteressierte an den Seminaren und Prüfungen teil. Überwiegend sind es jedoch Hundehalter, die diesen Test nach dem niedersächsischen Hundegesetz eigentlich gar nicht zwingend absolvieren müssten, die aber noch mehr über ihren Hund erfahren und ihr Verständnis für ihren Vierbeiner verbessern wollen. Zur Prüfung werde ich mich nicht anmelden. Ich bin bloß mit großem Interesse, weil mich die Themen sehr angesprochen haben, die hier vorgestellt werden, um das noch so ein bisschen zu intensivieren, damit ich meinen Hunden besser zur Seite stehen kann. Trotz aller Erfahrungen, die Sie im Umgang mit Ihrem Vierbeiner gesammelt haben, gibt es dennoch eine Menge Neues und Interessantes über Hunde zu lernen. Also es gibt viele Dinge, die Neuland sind, muss ich dazu sagen. Und es gibt auch Sachen, die man falsch gemacht hat, also die man jetzt erst neu kennenlernt. Ne? Also es ist schon so. Durch die Sachkundeprüfungen erhofft man sich langfristig auch, einen besseren Stellenwert der Hunde in unserer Gesellschaft zu erreichen. Denn der beste Freund des Menschen wird leider nicht immer gerne gesehen. Das soll sich ändern. Wir haben ja heute das Problem, dass sehr viele Leute sich von Hunden in irgendeiner Form belästigt, wenn nicht sogar bedroht fühlen. Und dass dort einfach ein Gefühl in der Öffentlichkeit entwickelt wird, dass Hund und Mensch wieder gerne gesehen sind. Wenn man mit seinem Hund auf der Straße unterwegs ist, dass man eher wieder freundlich aufgenommen wird und nicht wie jetzt, dass viele einem ablehnend gegenüberstehen. Die offiziellen Sachkundeprüfungen können nur bei entsprechend zertifizierten Tierärzten sowie bei ebenfalls von der Tierärztekammer Niedersachsen zertifizierten Hundetrainern abgelegt werden. Die theoretische Sachkundeprüfung kann dabei entweder als internetgestützte Prüfung am Computer oder klassisch mit Papier und Bleistift erfolgen. Die möchten wir natürlich auch.